Lass es geschehen, YouTube, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man bei League of Legends den Lebensbalken in eine bestimmte Farbe ändert, die man gerne haben möchte. Ich habe gerade in-game die Farbe Orange genommen. Von Riot wurde das bestätigt, dass man dadurch nicht gebannt wird, weil das kein Eingreifen sonst ins Spiel ist. Da wird halt nur die Farbe des Balken geändert, damit man im Teamfight so ein bisschen den Vorteil hat, dass man sich auch selber sieht, weil wenn alle immer das gleiche haben, ist es ein bisschen kacke. Ich habe auch schon eine Datei vorbereitet, wo die Farbe genauso ist. Die müsstet ihr euch dann nur downloaden, wenn euch die Farbe gefällt. Sonst könnt ihr sie auch selber ändern. Wie? Das zeige ich euch gleich. Ich habe das hier noch ein bisschen angepasst, etwas stärkeres Grün genommen und für die Gegner etwas knalligeres Rot, damit man das halt so ein bisschen in der Übersicht hat. Es geht eigentlich alleine um die General Character Datei, unterstrich Legacy. Diese Datei bekommt ihr über diesen Download-Link, der in der Beschreibung ist. Ich habe leider keinen eigenen Hoster oder keinen Cloud-Speicher, dass ich das anders anbieten kann. Das heißt, ihr öffnet einfach einen neuen Tab oder klickt in der Beschreibung unten auf den Link. So, dann öffnet sich diese kleine Seite, Cloud Zero. Ich kann es wirklich nicht anders machen. Dann klickt ihr auf Download Free, wird dann vorbereitet. Das dauert dann ungefähr 30 Sekunden. Es dauert 30 Sekunden. Dann zeige ich euch gleich, was ihr machen müsst, damit ihr die Datei bekommt. Es ist eigentlich nicht so schwer und das kann man kurz machen. Nein, ich verdiene damit kein Geld. Das ist einfach nur ein schnell erstellter Free-Account, damit ihr euch General Character Ini Punkt Blabla runterladen könnt. Das ist alles. Ich habe jetzt nichts anderes gefunden auf die Schnelle, was irgendwie ansatzweise gut wäre. Dann kommt hier so ein Text. Wenn ihr den nicht richtig lesen könnt, könnt ihr hier auf dieses Teil drücken. Da könnt ihr das dann immer ändern. Dann macht ihr einfach EGAMEST. Ein Leerzeichen und dann die Hausnummer. Ist die Nummer 11. Und dann Enter drücken. Dann kommt so eine kleine Seite. Sie haben die maximale Anzahl der Free Downloads erreicht. Ich habe das eben gerade schon mal probiert. Das könnt ihr ein einziges Mal downloaden. Die Datei, sonst müsst ihr euch so einen Account machen oder ihr müsst eine 3 Stunden warten oder so. Also die Datei könnt ihr dann so auf jeden Fall kriegen. Könnt die Datei auch weitersenden an Kollegen, wenn ihr das schon gedownloadet habt. Normalerweise könnte es man jetzt downloaden. Die Datei ist 16 Kilobits groß. So, und die Datei wird dann einfach mit der rechten Maustaste ausgeschnitten vom Desktop. Dann geht ihr auf Computer, da wo ihr natürlich eure Sachen habt. Also ich habe das bei Spiele. Dann geht ihr auf League of Legends, auf euren Spieleordner. Geht dann in den Ordner RAT. Dann geht ihr in den Ordner Solutions. LOL Game Client SLN. Dann geht ihr auf Releases. Dann geht ihr auf das, was bei euch steht. Das wird sich nach Release immer wieder ändern, die Zahl. Dann geht ihr auf Deploy. Dann auf Data. Dann auf Menü. Hat und dann seid ihr schon da. Hier fügt ihr dann mit der rechten Maustaste die Datei ein, die könnt ihr dann überschreiben oder einfügen, weil ihr habt die ja noch nicht, die ist ja nicht da. Die fügt ihr dann dort ein. Dann könnt ihr diese Datei mit einem Doppelklick öffnen und wenn ihr jetzt eure Health Bar ändern wollt in einer bestimmten Farbe, habe ich nochmal an der Seite in der Beschreibung, das ist Color Schema Online V2. Dort könnt ihr irgendeine Farbe anklicken. Und den Farbcode habt ihr denn hier. Ihr braucht nur diese 3 Zahlen. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Es geht ganz einfach. Ihr geht auf Bearbeiten, auf Suchen und dann gebt ihr hier oben einfach self.de ein. Dann geht ihr auf Weitersuche und dann findet ihr eure Spalte hier unten, die ihr braucht. Dann geht ihr auf Abbrechen, scrollt hier ein bisschen runter. Ihr müsst auf self.de bleiben, Champions, Self, Default, und dann habt ihr High Health Bar Color, das ist eure Farbnummer, Health Bar Color, es ist nur wichtig, diese 3 Zahlen müssen geändert werden, aber mit dem Leerzeichen so bleiben, das heißt, ihr habt hier 2, 5, 5, die letzte Zahl wird ignoriert, das ist einfach nur die Deckkraft der Farbe im Spiel, das heißt, wenn ihr 2, 0, 0 macht, dann wird sie immer transparenter und irgendwann kann man die Farbe gar nicht mehr sehen. Das heißt, diese 3 Zahlen sind important. Das heißt, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr möchtet gerne die Farbe, ich hatte jetzt von Orange, wartet mal, ich suche mal das kurz raus, 255153 war das, glaube ich, oder so. 255, ja, das weicht noch ein bisschen davon ab, aber das ist halt,
wenn ihr jetzt die Farbe haben möchtet, die hier oben, oder wir sagen mal zum Beispiel das Rot hier, 255 ist am Anfang, dann markiert ihr diese Zahl und fügt dafür 51 ein, 51. Und für die 0 auch schön markieren, ganz sauber, 51. Dann könnt ihr die Datei einfach so speichern und dann habt ihr diese Farbe als Lebensbalken in-game. Ich will das jetzt nicht speichern, weil ich habe das etwas dunkler orange gemacht. Das ist halt ganz wichtig. Ja, und dann habt ihr eigentlich schon diese Farbe in-game. Wenn ihr einfach nur die Datei runterlädt, dann bleibt das halt so, wie ich das auch habe. Sonst könnt ihr euch dasselbe ändern mit dieser Seite hier. Es steht auch in der Beschreibung drin, könnt ihr raufklicken, ist alles super. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Die Datei muss gedownloadet werden. Der Link ist in der Beschreibung. Geht eigentlich ganz einfach dann einfügen. Den Schritten nach, wie ich es gesagt habe eben. Da steht man es auch nochmal oben. League of Legends, Red Solution, LoL Game Client Release, Deploy Data, Menü und dann HUD. Und dann wird das einfach dort reingeschmissen. Und dann ist das gut. Danke fürs Zuschauen, YouTube. Ich hoffe, das Tutorial hat euch geholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche zu helfen. Tschüss.